Bronze in der Meisterschaft hat auch Probleme. Die 3,53. Wird immer langsamer. Stefan Reschlofe wird immer langsamer mit seinem Auto. Vorne wird es noch interessant. Da wird es zum Überwunden. Da kommt jetzt der Angriff auf den ersten. 3,49, die 31 oder die 3,49. Es geht jetzt dann in die letzte Runde. Wir kommen jetzt dann in die letzte Runde. 31 oder 3,49. Keine Vorfälle machen, Bursche. Keine Vorfälle machen. Es geht in die letzte Runde. Thank you.
Glocke und auch die 190. Start ist frei. Klasse über 1800 Kubikzentimeter Unverbaut. Die 31 führt vor der 349 und der 129. Und da hinten noch jetzt um die verschiedenen Schlüsselplätze. Der einzelne Gast und auch um den anderen Pokal. Wo ist der führende momentan? Die 353. Der ist abgeschlagen auf dem letzten Platz. Dominik Jäger, der hat momentan sehr gute Chancen auf den Staatsmeistertitel. Auf Platz 5 momentan. Momentan die 31 vor 3,49 und 3,86. Vorne wird es noch interessant, da wird es zum Überholen, da kommt jetzt der Angriff auf den ersten. Und der 349, die 31 oder die 349. Es geht jetzt dann in die letzte Runde, wir kommen jetzt dann in die letzte Runde. 31 oder 349. Keine Vorfälle machen, Bursche, keine Vorfälle machen. Es geht in die letzte Runde. Kommt jetzt noch rein, die 386 auch angeschlagen. Hey, die 140, ein Hassad-Stück noch. Schon, oh, das hat ihm aber noch den dritten Platz gemacht, den Tobias Seeländer. Der ist noch reingesprungen jetzt ins Ziel, die 140. Thank you.
Rennstrecke. Die zwei, Stefan Reschnofer und Dominik Jäger, sind ausgefallen. Und somit bleibt es beim Stand. Stefan Reschnofer, Staatsmeister, Dominik Jäger, Vizestaatsmeister. Und auch die 190.